Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wir haben heute eine große Runde zusammengerufen und ein spannendes Gespräch vor und wollen über aktuelle Dinge und aktuelle Themen uns austauschen. Das freut mich auch. Ich begrüße auch alle, die heute uns anschauen und freue mich über diese Runde. Und da werden wir sicherlich über unsere Erfahrungen sprechen. Ja. Und vielleicht steigst du ein, lieber Oleg, denn du bist derjenige, der hier, ich sag mal, maßgeblich mit dazu beigetragen hat, dass wir jetzt in dieser Form zusammensitzen. Und du hast ja auch zwei Menschen hier in dieser Runde sitzen, denen du ganz entscheidend auch schon hast helfen können. Genau. Das heißt, an erster Stelle muss ich sagen, sehr viele Menschen haben schon mitbekommen, dass tatsächlich, dass ich helfen konnte. Und darüber wurde schon ausführlich berichtet. Und was mir aufgefallen ist, natürlich, wenn man darüber berichtet ist, dann will man natürlich anderen Menschen helfen. Und will man dann aus Begeisterung was erzählen, zum Beispiel eine Möglichkeit geben, eine Chance geben oder schauen, was überhaupt möglich ist und so. Alternative Wege, sag ich mal so. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass sowas bekannt gemacht wird, dass es einfach, dass es gezeigt wird, also solche Möglichkeiten gibt es tatsächlich und so. Aber dadurch muss ich sagen, ich habe natürlich diese Situation auf meiner eigenen Haut jetzt anders erlebt jetzt. Warum? Das heißt, diese pure Begeisterung und diese Gutmütigkeit, was da passiert, das sind andere Probleme entstanden. Und diese anderen Probleme wollte ich auch darüber heute reden, zum Beispiel, weil was mir aufgefallen ist, zum Beispiel, ich habe nie erwartet, dass darüber überhaupt erstmal berichtet wird. Also warum? Weil ich von Anfang an so arbeite, nur von Null-zu-Null-Propaganda, von reiner Zufriedenheit. Also wenn Menschen zum Beispiel was suchen im Leben, dann finden sie auch. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht gefunden wäre, dann habe ich nicht verdient, gefunden zu werden. So, das ist so meine grundsätzliche Einstellung und so. Und deswegen diese eure Veröffentlichung, diese Begeisterung, das, was ich gemacht habe, hat mich natürlich erstmal gefreut. Und, aber dann habe ich festgestellt, sehr viele Menschen, die so das Ganze angeschaut haben, haben bei uns sich gemeldet. Und natürlich haben sie das Ganze alles so, kann man schon fast sagen, wortwörtlich genommen. Also das ist nach dem Motto, oh, das gibt es eine Wunderheiler schon fast, kann man sagen. Ja, der hat über Nacht alle uns dann repariert und so weiter und so fort. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über die Ursachen zum Beispiel. Weil ich jetzt ausdrücklich immer wieder sage, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin kein Wunderheiler und so. Also ich mache mir Gedanken, ich mache eigene Forschung, Entwicklung, ich mache mir Gedanken, wie man besser machen kann und so, wie man Menschen selbstständig machen kann. Und dann habe ich über die Ursachen von diesen Problemen nachgedacht, zum Beispiel. Wie kann so ein Problem entstehen, wenn Menschen plötzlich bei mir sich melden mit komplett falschen Erwartungen? Diese Erwartungen, die ich nie im Leben erfüllen kann. Und die du auch nie angesprochen hattest im Vorfeld. Genau, nie angesprochen habe. Auch ihr habt dann nicht angesprochen, das kommt noch dazu. Ja. Das ist so ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, weil ich dachte, das muss man dringend darüber reden, weil sonst Menschen verpassen ganz andere Chancen. Ja. Das heißt, von Anfang an zum Beispiel, so, vielleicht sage ich dazu, was ich so denke, zum Beispiel so erstmal an erster Stelle erst nachgedacht habe, wie ist es passiert so. Das heißt, Moment. Ich greife jetzt hier. Ja. Ne? Weil es geht mir so, wie du sprichst über unsere Fälle, aber ich denke, es gibt viele Zuschauer, die überhaupt nicht wissen, um was geht. Also die unsere vorherigen Videos nicht angeschaut haben. Und für die ist, denke ich, das ziemlich unbekannt, um was überhaupt geht. Also ich schlage vor, dass wir ganz kurz sagen, was da passiert ist bei dir, bei mir, damit die Zuschauer, die uns erstmalig sehen, überhaupt da ankamen und was ging. Und abgeholt werden. Ja, genau. Ja. Ne? Ja. Denke ich, das ist da besser. Ja. Vielleicht ihr kannst du oder Sabine, vielleicht kannst du erzählen. Oder beide. Wie, das wäre, denke ich, besser, zuerst das zu erklären. Ja. Ja? Ich glaube, da bist du die Richtige, weil ich ja bei meinem konkreten Fall ziemlich schnell weggetreten war. Genau. Also Michael hatte am 30.06.2017 eine Stammganglienblutung mit Ventrikeleinbruch. Und zwar so schwer, dass die Ärzte da
nichts mehr machen konnten. Das ist das, was man Schlaganfall nennt. Genau, So, genau. Eine also sehr schwere Hirnblutung ja. und genau, und mit verschiedenen Komplikationen noch dazu. Also der Darm stand über 10 Tage still und Was man normalerweise auch gar nicht aushält. genau, er wäre schon längst tot noch. Ja, richtig. Normalerweise ja. Und dazu kam noch von Vorerkrankung her ein hoher Blutdruck, Hoher Blutdruck der und auch schweres Asthma. und schweres Asthma, genau. Und Und es gibt zum Beispiel, ich habe schon gesehen, diese Unterlagen von Harvard Universität, zum Beispiel Studie, ja, das heißt weltweite Studie, das heißt für solche Fälle Überlebenschancen sind 1%. Genau. Und diejenigen, die überleben, praktisch werden dann, sag mal so, Krüppel bleiben, ja, Leben Ja, lang. Ja, das heißt, schwerstbehindert, schwerst behindert, ist vielleicht im Koma liegend und Genau. nie zurück zur Zukunft zurückkommen und so weiter. Ja, das Und heißt. genau, und ergänzend noch dazu, von den Ärzten in der Klinik damals ist mir genau das von Anfang an bestätigt worden, was wir dann hinterher auch aus dieser Studie erfahren konnten. Also wie ich nachher erfahren habe, hat die Sabine quasi Tag und Nacht Zugang zu mir gehabt, nach dem Motto oder mit dem in Verbindung mit der Information, das hat sowieso alles keinen Zweck mehr bei dem. Also sie können ihn besuchen, wann sie wollen, und dann auch sich auf die Art und Weise von ihm verabschieden. Also das war die Meinung der Ärzte im Krankenhaus. Ja, das bedeutet, du warst von Ärzten quasi abgeschrieben. Aufgegeben, Auch richtig. abgeschrieben. Und was hat Oleg damit zu tun? Das wäre gut Vielleicht muss zu man etwas erklären. sagen, was ich noch erinnern kann, mit diesen medizinischen Unterlagen, dass diese ausführliche Dokumentation, zum Beispiel über 700 Seiten, da steht auch so, dass die sehr weit fortgeschrittene Verwesungsprozess schon praktisch Genau. so, das heißt, praktisch der Sterbeprozess war sehr weit fortgeschritten, Genau. ja. Und erst haben gesagt, nehmen Sie Abschied, ist vorbei, Ja, ja, das richtig. Beispiel. Ganz Dann, genau. ja. Und dann Und wollte ich, ja, was genau. Oleg damit zu tun hat. Also der Genau. Zustand ist so, du landest im Krankenhaus, die sagten, ja, Situation ist aussichtlos, können wir nichts machen. Verwesungsprozess, wie du sagtest, Hat angefangen angefangen, hat, also quasi tot. Also Der Sterbeprozess, genau, Sterbeprozess ist da schon, und kurzen Tagen tot. genau. Und was passierte dann weiter? Was Was habt ihr passierte von eurer Seite? davor, nicht weiter, sondern davor, in dem Moment, wo Michael es sehr, sehr schlecht ging, haben wir Oleg kontaktiert und ihn sofort um Hilfe gebeten und er hat sofort mit der Arbeit begonnen. Und von dem Moment an waren wir, also erstmal Oleg und ich, kann man sagen, über durchgehend ein Jahr auf jeden Fall, 24 Stunden Tag und Nacht in Kontakt und Oleg hat sich Gedanken gemacht und Genau. Also durchgehend. Durchgehend Gedanken gemacht, kann man sagen, ich habe meine Hokuspokus gemacht, ja. Also, weil so muss man sagen in Deutschland, ja. Also das heißt, also ohne irgendwelche Versprecher natürlich, klar. Das ist einfach, also wenn Schulmedizin sowieso schon verschrieben hat, dann kann man mit Hokuspokus ausprobieren. Also das heißt, ja. Genau. Und du hast diese Hokuspokus sich da beschäftigt quasi von vorne an Ich habe mir und Gedanken gemacht. quasi Gedanken gemacht, Ja. wie viel Zeit hast du für diese Gedanken genommen? Also Also kann man sagen, zum Beispiel 24 Stunden, so vergleichbar, ja, so ungefähr 23 Stunden, 50 Minuten. Also, das heißt, also zum Beispiel an dieser Stelle, ich kann nur mal Beispiel bringen. Als dieser Anruf kam, dass so das passiert, das war direkt im Auto sogar dieser Schlaganfall da passiert, da habe ich sofort Anruf schon bekommen, habe ich sofort angefangen. Dann, wir sind gerade selber, sagen wir mal, gerade auf dem Weg in Frankreich waren zum Beispiel, so ein eigener Urlaub zum Beispiel. Und da habe ich schon die ganze Zeit voll dabei, also nicht nur mit Gedanken gemacht, ich habe auch Sabine telefoniert und gesagt, was passiert wird, wie es laufen wird, also schon vorausgesagt. Und ich habe gesagt, achten auf das, auf der dies, jetzt körperlich das und das passiert, also sie sitzt im Krankenhaus, sie sitzt an Gerätschaften, sie sieht sofort, das Körper reagiert sofort. Für mich das war sehr gute Zeichen, aha, das reagiert sofort, sofort Feedback da, also wir haben sehr intensive Kommunikation. Und aber Frankreich, Problem ist in Frankreich, dort wo wir waren, da haben wir so ein Haus am Meer gemietet und dann dieses Haus war praktisch, kann man sagen, so ein Funkloch, kann man sagen. Und dieses Funkloch, es war schwierig, so überhaupt zu telefonieren, unmöglich, kann man sagen. Und diese WLAN-Verbindung war nicht möglich. Deswegen, ich musste immer rauslaufen aus dem Haus und immer irgendwo einen Platz suchen. Also ich habe diesen Platz gefunden, kann man sagen. Ja, das ist eine bestimmte Stelle,
wo jeder diese Siedlung praktisch sehen kann. Und ich stehe genau an dieser Stelle, da ist ein Funk funktioniert. Und so, und genau dort bin ich dann Tag und Nacht telefoniert und so weiter. Und kann ich dazu nochmal als Beispiel sagen, so, wir haben einen Nachbar gehabt, das war eine deutsche Familie aus Alzey, das ist eine Rechtsanwaltfamilie, und die haben das uns die ganze Zeit beobachtet. Also sie haben mich nie angesprochen, nie gefragt zuerst, die sie mit großer Vorsicht, großer Bogen mich gemacht haben, und sagen, gucken, was ist das, verstehen wir nicht. Ja. Und als wir dann immer wieder zu diesem Platz kommen, nach dritter Jahr haben wir uns kennengelernt, da haben gesagt, Oleg, was war das damals vor 3 Jahren? Also wir dachten, du bist das durchgeknallte, so zum Beispiel Workaholiker und so, oder jemand vielleicht psychisch krank, wenn er Tag und Nacht telefoniert, in Regen, in Sturm, wir haben dich beobachtet, du warst Tag und Nacht stand an dieser Stelle und du warst nur nicht einzige Mal in 4 Wochen am Strand warst. Also dachte, wie verrückt muss man schon sein, wenn man so einen tollen Urlaub bezahlt, ja, und dann sogar Haus mietet und steht den ganzen Tag so draußen so und telefoniert, nur in, was, unter Sturm und Regen und so. Und ich war manchmal, kam Sturm und Regen manchmal spontan, ich habe keinen Schutz gehabt, nichts. Also ich war dann, und in diesem Moment habe ich dann telefoniert und so gemacht und so. Und deswegen, als ich das Ganze so gemacht habe, dann haben die Leute das gesehen und so weiter, nicht nur meine Familie und so, darunter so was gelitten haben und so. Aber interessant ist aber bei dieser Geschichte später, als ich das, gut, ich habe gesagt, okay, ich habe das gemacht, ich habe das auch nie darüber gesprochen, also das war so mein Problem, sag ich mal so, ja, ich mache das gerne, so, ich habe mir vorgenommen, ich habe Ziel, ich will helfen und fertig, ich habe nie darüber gesprochen. Problem war später, als zum Beispiel meine Familie zum Beispiel oder Kinder von Michael zum Beispiel irgendwann später überall geschrieben haben, also Oleg Nunes hat Urlaub mit seiner Familie genossen, in Frankreich und Ärzte Tag und Nacht um sein Leben gekämpft haben. Und was war ein Unverschämtheit. Also diese Betrüger, hier nehmen das in den Mund, nochmal zu sagen, dass es mich überhaupt geholfen hat. Ja. Und dein Genuss also, war da an dieser einen Stelle zu stehen, wo die Verbindung besteht. Ja, das war dein Genuss. Ja, das war einzig, der Hoffnung, kann man schon sagen. Ja. Ach so. Also das heißt, und ich habe nie darüber gedacht, dass ich darüber reden werde zum Beispiel, aber durch solche Umstände, was da passiert, aber das ist nur ein Thema zum Beispiel. Das kommt weiter danach später, ja. Weil zum Beispiel diese Arbeit, Tag und Nacht, und ich muss dazu sagen, ich habe auch mehrmals gesagt, braucht man nicht darüber überhaupt offiziell zu berichten, also von vornherein. Ich habe genug Arbeit, dein ganzer Terminplan voll ausgebucht, bis zum geht nicht mehr. Also ich helfe gerne, also kein Problem und so weiter. So, Problem kam später. Also, das heißt, was ich dann später erfahren habe, das ist eine Menge irgendwelcher Heiler, haben sich gemeldet, zum Beispiel bei Michael und Sabine, und haben Briefe geschrieben, E-Mail, Anrufe bekommen, ja, und haben gesagt, oh Michael, wir werden überall erzählen, dass wir dich geheilt haben, repariert haben und so weiter. Und so, und das hat mir weitergeleitet. Ich habe das alles gelesen, diese ganzen E-Mails und so weiter. Und da habe ich gedacht, wie kommt ihr mal so auf Idee, sowas zu schreiben? Dann Michael hat gefragt, zum Beispiel Sabine gefragt, okay, du hast Gedanken gemacht, wann hast du Gedanken gemacht? Ja, dann und dann. Aber dann war ich schon 100% gesund. Ja, aber scheißegal, ich werde trotzdem weitererzählen. Manche sogar gesagt haben, zum Beispiel ein Arzt hat sich gemeldet bei dir aus Spanien, der hat gesagt, irgendwelcher Heiler hat was besprochen, dass große Karriere machen wird, dass er offiziell wird nach außen so verkaufen, als wenn er zum Beispiel Michael Vorkäuferin hat. Und er hat ihnen versprochen, große Karriere, große Geschichte. Und Michael hat sogar schon gerichtlich gedroht zum Beispiel, dass sowas nicht machen darf, weil er das eine Lüge ist, ja, das stimmt nicht. Das heißt, also viel später hat sich gemeldet und viel später haben sie Sachen gemacht, nachweislich, haben schriftlich sogar wieder so, und er hat gesagt, das ist egal, wir machen das trotzdem. Sie haben schon diese Heiler versprochen, wir machen trotzdem. Ja, meine Frage ist aber, dein Urlaub war ungefähr 2 Wochen, ne? Nur 3, 4 Wochen. Also du hast dich 4 Wochen mit diesem Fall beschäftigt. Ja. War nach diesen 4 Wochen die Sache erledigt? Oder auch nach diesen 4 Wochen? Nee, das ging weiter. Ja, genau. Das ist ein Jahr mindestens intensiv. Also das heißt, ich habe, also zum Beispiel dieser erste Monat war für mich so, dass ich alles, meine Wissen, alles, was ich habe, ich muss alle meine Können praktisch zusammen, weil ich muss es nur manchmal hinsetzen, 10 Minuten, so ein bisschen mich regenerieren und dann weiter geht's. Ja, so manchmal 10 Minuten, manchmal eine halbe Stunde am Tag überhaupt schlafen. So, das heißt, und dann dass diese Gedanken machen und so weiter. Natürlich, hinterher kann man sagen, das alles war Zufall. So. Also, dass das ich habe irgendwas gemacht, Fokus, aber. Die Schulmedizin, denke ich, hat eindeutig geschrieben, wie da dein Zustand ist. Ja. Vielleicht werden wir auch hier was einblenden von Schulmedizin, wie das ausgesehen hat. Und sie hat vor allen Dingen auch, die Schulmedizin hat der Sabine die Information gegeben, es ist völlig aussichtslos und
völlig sinnlos hier auf irgendeine Wende zu warten oder auf irgendeine Linderung oder sonst irgendwas. Nehmen Sie Abschied von Ihrem Mann. Das war die klare Botschaft, die sie bekommen hat. Und das ist natürlich dann... Wir können in dem Fall nichts mehr tun. Machen. Genau. So. Ja. Das genau. kommt noch dazu. Ich kann erinnern, dass du später Hausarzt besucht hast und diese ganze Geschichte mitgebracht hast, diese schriftlich. Ja. 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 Da hat er alles angeschaut, was dort in Granhaus gemacht wurde, also irgendwelche Tabletten gegeben. Da hat gesagt, das ist auch nach Akt der Verzweiflung. Also, ja, ja. Also das heißt, weil es nichts geholfen hat tatsächlich, das hat nichts gebracht, aber Akt der Verzweiflung haben versucht, irgendwie zu helfen. Das ist genau richtig. Und ganz hat nichts gebracht. Ja, so. Und meine Frage, das waren vier Wochen praktisch ganz intensiv, wo du dich damit quasi rund um die Uhr beschäftigt hattest. Ja. Wie war der Zustand nach vier Wochen bei dir? Wie hat das ausgesehen nach vier Wochen? Weil da wissen wir, dass nach vier Wochen war nicht zu Ende. Aber wie hat das ausgesehen schon nach vier Wochen? Also darf ich dazu was sagen, ganz konkret? Ja. Genau, also am 22. Juli, fast Tag, Samstag muss das gewesen sein, war Michael in der Reha. Mhm. Und also das waren knapp drei Wochen nach dem Schlaganfall. Und bereits am dritten oder vierten Tag in der Reha-Klinik konnte er den ganzen Flur wieder auf- und ablaufen. Selbstständig, genau. Und eine Woche später konnte er die Treppen hoch und runter gehen. Mhm. Also da waren alle Lähmungen komplett weg. Mhm. Und die Beweglichkeit wiederhergestellt. Aber dann dauerte noch ungefähr ein Jahr, bis du wiederhergestellt wurdest wie vorher. Richtig, richtig. Denn es ist ja nicht so, dass es so per Fingerschnipp dann der alte Zustand wiederhergestellt wurde, sondern das ist natürlich ein Prozess und der hat natürlich seine Zeit gebraucht und auch seine Zeit gedauert. Und da hast du auch diese Gedanken gemacht, auch den Jahr danach quasi. Genau, das war diese, ich sag mal so 23 Stunden am Tag, das wäre schon so korrekt ausgedrückt. Ja. Das heißt, weil... Das habe ich im Prinzip habe ich nicht so viel nach außen da getragen, weil das, wie schon gesagt, das ist mein Problem, wie ich dann helfen kann. Ich habe nie eigentlich so konzentriert, aber durch Telefonate, durch diese ganze Kommunikation, was da gelaufen, konnte Sabine schon ungefähr nachvollziehen. Also, oh Hilfe, das ist wirklich Tag und Nacht ein Satz und so, dass man sieht sofort und so. Und wir haben jede Sekunde reagiert, sofort und sofort gemacht und so. Das heißt, ich habe auch nie gedacht, dass wir darüber irgendwann öffentlich reden und so weiter, ja. Das heißt, deswegen habe ich dann gemacht, so wie ich denke, wie sein sollte. So. Wir haben ja mit dem öffentlichen Reden auch gar nicht angefangen. Genau. Das ist ja nachher völlig falsch dargestellt worden, als hätten wir diese Information quasi wichtigtuerisch in die Öffentlichkeit getragen. In Wirklichkeit war, ich sag mal, die Gegenseite, die andere Seite, die das alles bestritten hat und ihre eigenen Vorstellungen hat, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Diejenigen haben das in die Öffentlichkeit getragen und da musstest du dann und wieder darauf reagieren. Beziehungsweise wir. Oder wir, genau. Genau. Dass diese Heiler, die dann alles behauptet haben, das war praktisch Stimmname von euch praktisch, das stimmt nicht, so ist nicht korrekt, In Wirklichkeit, Oleg Nunes hat mir geholfen, er hat gesagt, Ich war natürlich überrascht, oh, ist eine Verfilmung da und so. Naja, das heißt, aber andererseits irgendwie habe ich gedacht, okay, das ist auch gut, also, weil sonst einfach, wenn so eine Menge Leute irgendwas behaupten, eigentlich nicht korrekt ist und so, dann Richtigstellung schon sehr wichtig. Ja, so. Stimmt. Und so. Das heißt, Also das Ganze dauert ungefähr ein Jahr und das geht mir, um so abzuschätzen, wie in so einem schweren Fall, was Michael hatte, wie lange das dauerte, und sagen wir Wiederherstellung zum ursprünglichen Zustand. Ja, wenn man 23 Stunden am Tag hat. Ja, genau, das ist ungefähr ein Jahr Arbeit. Und dann machen wir noch ein Jahr zum Beispiel, noch mindestens 12 Stunden am Tag, und dann machen wir noch ein Jahr, so ungefähr diese Zeit, Also das heißt im Prinzip Tag und Nacht. Und sobald Michael angefangen schon laufen, so ein bisschen so, weil zu Hause so, sofort angefangen hier, ich habe gesagt, mit Schulungen. Weil das, was passiert, ist eine Folge von einer bestimmten Denkweise, bestimmte Verhalten. Das heißt, das ist jetzt meine Behauptung. Weil ich sag mal so, das ist nicht unbedingt, dass alles sagen wir, zu blöd oder sowas oder zu falsch macht, aber irgendwo macht man zu viel, irgendwo macht man zu wenig, irgendwo hat man übertrieben, irgendwo hat man sich selber nicht aufgepasst, irgendwo wollte die ganze Welt retten und so und sich selber vergessen und so. Und so entstehen diese Probleme. Ja, was eigentlich öffentlich wird natürlich so dargestellt, also ich weiß nicht, schwarzmagischer Angriff oder irgendwelche spezielle Geheimwellen wurde dann geschickt und so und wurde ausgeschaltet,
Oder ist noch schlimmer, wir haben jetzt, wie viel Internet haben wir schon gesehen, gemeinsam, dass ich dann praktisch seine Seele geklaut habe. Das habe ich auch gehört. Um berühmt zu werden praktisch. Ich habe ihm seine Seele geklaut, um berühmt zu werden. Ja, und ich habe die freiwillig hergegeben, genau. Also zum Beispiel so Mittelalter pur, bis zum geht nicht. Genau. Ja. Und irgendwann kommt so eine Situation, wo man sagt, stopp, so nicht, ja, so darf nicht sein, weil Thema Energieheilung und so alles, was so mit solchen Sachen so tun, für mich so ein heiliges Thema, sag ich mal so, ja. Also das ist, und zum Beispiel, wenn so viele Menschen da mit Füßen sowas treten, zum Beispiel, dann sage ich, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht korrekt und so. Und dann, aber du hilfst nur, du heilst nicht. Das heißt, ich muss auch wirklich sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin auf keinen Fall irgendwelcher Wunderheiler. Mhm. Also ich mache mir eigene Gedanken, ich mache Forschung, ich mache Entwicklung, ich stelle alles in Frage, ich überprüfe das Ganze, ich experimentiere, ich praktiziere, ich schule, ich bringe bei und so weiter, ich sehe, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und so, das heißt, deswegen, so, das ist Arbeit, das ist eine riesige Arbeit dahinter, die normalerweise leider so wenig möglich solche Menschen so sehen wollen, solche Arbeit, Das heißt, ich weiß nicht, woher das kommt, diese Glaube an Wunder, Glaube an Wunderheilung grundsätzlich, ja. Also, da sieht man sofort, wie viel Schaden zum Beispiel Wissenschaft und Religion angerichtet hat. Ja? Also, so kann man sagen, ja. Das hat mich sehr traurig, muss man sagen, weil ich dachte zum Beispiel, Menschen tatsächlich interessiert, mit gesundem Verstand in die Sache reinzugehen und zu schauen, also was passiert tatsächlich. Also zum Beispiel, das Thema mit Michael zum Beispiel, kein einziger Arzt hat gefragt, wie hast du es gemacht. Ach, das kenne ich, das ist normal. Also kein einziger Arzt zum Beispiel als Michael Kranhaus, war da die Geschichte, also Sabine hat mir erzählt, da kommt eine Ärztin und sagt, ja, sie haben dann Lähmungen drumherum, sie werden den Arm nicht mehr bewegen drumherum und Michael Arm bewegt. Ja, logisch, das ist ein falscher Arm, das ist ein anderer Arm, ist gelingt. Und Michael bewegt andere Arme, beide Arme, Ärztin aufgedreht also, und weggelaufen. Ja. Anstatt zu sagen, Moment mal, ich verstehe nicht, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was ist da? Es ist weggelaufen, einfach so. Ja. Und es war noch, es ging noch weiter, also dass kein einziger Arzt in der Reha-Klinik mit uns überhaupt oder mit Michael überhaupt gesprochen hat. Das war immer nur eine kleine Assistenzärztin. Eine Chinesin, glaube ich, oder? Ja, genau. Zum Beispiel, als Michael kam, da, ich war damals mit Hubschrauber, haben sie transportiert zu dieser Geschichte, zum Reha oder was war das? Mit Rettungswagen. Mit Rettungswagen, ganz normal eingelaufen, mit Koffer so, und die gucken und ist vorbeigelaufen und die warten, Moment, was warten sie? Ja, da muss jemand, so ein Rollstuhl oder sowas wird, oder Krankenbett wird eingeliefert. Ja. Michael, Moment, das bin ich bin hier, kannst du mal laufen. Die besuche ich auch, Moment, das kann ich sagen. Laut Akte müssen sie einen Rollstuhl mindestens oder halbtot sein. Halbtot irgendwie in so ein spezielles Bett eingeliefert. Ja. Aber du hattest schon fruchtbaren Boden vorgelegt. Du hast schon vorher bei Olaf-Seminar besucht. Also es war nicht so, dass das alles so aus dem Nichts kam. Das ist richtig. Ja. Das war auch mein großer Vorteil und mein großes Glück, dass ich Oleg schon vorher kennengelernt habe und da dann die ganze Tätigkeit und die ganze Reparatur auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Also das war das Besondere. Also nicht nur kennengelernt, wir haben uns auch entschieden, jeden Monat Seminare zu machen, trotz des ganzen Programms. Und ich glaube, ein oder zweimal im Monat waren wir auf jeden Fall hier ab Ende 2016, Anfang 2017. Bevor die ganze Geschichte kam. Genau. Weil das ist auch so meine Gedanke, dass das man sich beschäftigen sollte mit diesen Sachen, wenn man gesund ist. Ja. Da, wenn man was hat schon, das ist meistens schon ziemlich spät. Ja, und zum Thema muss man vielleicht sagen, was fruchtbarer Boden ist. Ja. Weil zum Beispiel viele Menschen verstehen das nicht. Also ich sehe das immer wieder jetzt durch tägliche E-Mails, Anrufe. Ja, ich beschäftige mich mit der Energieinformation. Ja, ich war schon bei so vielen Koryphäen gelernt. Ja, ich bin schon bereit, Und dann sagen, und was können Sie mit Ihrem Wissen anfangen? Nichts. Funktioniert nichts. Deswegen glaube ich nicht mehr daran. Und so, Sie machen das schon. So, das heißt, Moment, das ist überhaupt kein fruchtbarer Boden. Also für mich, Lernen bedeutet neue Verknüpfungen schaffen. Lernen bedeutet Zusammenhänge besser verstehen. Sobald ein Mensch neue Verknüpfungen schafft, neue Zusammenhänge besser versteht, entstehen zum Beispiel neuronale Netze im Körper, komplett neue Verbindungen und diese Einflüsse von außen, die kommen zum Beispiel, die werden nach diesen Verbindungen verteilt. Das heißt zum Beispiel Energie, Information, also Information ist Energiemenge, die unsere Sinne reizt. Das heißt, Mensch lebt in Informationsgesellschaft und diese Energie, die auf uns zukommt, also ist Information, Energiemenge. Also werden nach dieser Verknüpfung, dank Lernen, neu verteilt. Also Mensch praktisch dadurch wird repariert, regeneriert, geschützt oder verbessert und so weiter. Dank Lernen, richtiges Lernen.
Wenn Verknüpfung falsch ist, gibt es sogar Probleme eventuell. Ja? Ja. Und wenn Menschen behaupten, die haben irgendwas gelernt, aber mit ihrem Wissen nicht anfangen können, dann haben sie irgendwas gelernt, was sie krank macht. Weil dieses Wissen, Anführungszeichen, ja, kostet Energie. Verknüpfung ist falsch. Natürlich wird nicht gesund. Einflüsse von außen sind da. Das heißt, Veränderung ist immer da, Bewegung ist immer da. Entweder konstruktiv oder destruktiv. Das muss man mal verstehen. Also wenn diese Veränderungen da sind und Beeinflussung immer da, entweder konstruktiv oder destruktiv, und Menschen geben sogar zu, dass bis jetzt Konstruktives nichts passiert, obwohl sie schon viel probiert haben, da haben sie viel Destruktives gemacht. Destruktives verknüpft. Das ist überhaupt keine fruchtbare Boden, das ist das Gegenteil davon. Und mit solchen Sachen werde ich konfrontiert, zum Beispiel, wo Menschen sagen, ich habe schon genug gelernt, sprechen Sie nicht vom Lernen, machen Sie das einfach. Ja. Ja? So, Sie können das schon. Und das ist ja auch ein Prozess, dass dann, also wir haben ja auch in der Folge, hast es vorhin schon kurz erwähnt, also ab dem Moment, wo Michael wieder aus der Reha-Klinik raus war, sind wir wirklich ein paar Tage später, haben wir hier das erste, oder in Weißendietz, das erste Seminar besucht, und dann waren wir hier auch ein, zweimal im Monat, haben sehr viele, regelmäßig sehr, sehr viele Seminare mitgemacht, weitergelernt, weil vieles war eben falsch verknüpft, falsch erlernt, sonst wäre dieser Obergau bei dir oder letztendlich in unserem gemeinsamen Leben gar nicht passiert. Und es ist dann auch ein Prozess, der endet nicht, also bis zum heutigen Tag immer weiter lernen. Und das ist viel Arbeit, das ist hört viel auch nicht auf, das hört nicht auf. Ja. Immer wieder Seminare zu besuchen, immer wieder Gedanken machen, selber Gedanken machen. Ja, also maximale Selbstständigkeit. Genau, genau. Das ist Selbstständigkeit, das höchste Priorität, was es gibt im Leben, was besser ist, als sich selber helfen zu können. Ja. So, das ist komplette Unabhängigkeit und so. Das ist was ich so, meine Interesse, meine Botschaft zum Beispiel. Weil ich bin kein Jesus, ich kann nicht ganz damit reden, das ist Quatsch. Ich muss es mal lernen, mit meinen Gedanken zurechtzukommen. Ja. So, aber immer wieder durch solche Fehler, so wie Michael zum Beispiel, oder ich bitte auch in Kai, werde ich dann angehoben auf eine Ebene, wo ich dann bekomme schriftlich von Menschen zum Beispiel, sie sind so von Gott geschickt, sie sind einfach erleuchtet und sie schaffen das mit ihrer göttlichen Energie und ich erwarte von ihnen sofort morgen eine Heilung. Und dann manche schreiben dann, ich gebe ihnen eine Chance, in 3 Tagen mich gesund zu machen. Und so. Also das heißt, und da sage ich so, da stimmt was nicht, da läuft was schief, das ist falsch, das stimmt was nicht. Also das heißt, deswegen habe ich gedacht, da muss man dringend was tun, deswegen habe ich euch gebeten, hierher zu kommen, dass man wirklich darüber redet, ja, dann genau solche Sachen aufzuräumen, weil viele, viele Menschen schreiben uns oder anrufen und sagen, Michael Furt hat gesagt, so war das, ja, er hat einmal gemacht und Energie geschickt, oder Kai zum Beispiel hat er irgendwas gesagt, einmal habe ich dann gemacht, manche sogar so raffiniert, dass sie sagen, bei mir war nicht so schlimm bei Michael Furt, deswegen zum Beispiel müssen sie noch schneller machen. Also hier lohnt es, beweisen sie mir, dass das ist können, machen sie einfach. Also, ich werde nicht gefragt, ob ich überhaupt Lust habe, ob ich in der Lage bin, ob ich Zeit habe, ob ich Energie dafür habe. Ja, es kommt, das reicht dann der Befehl. Einfach sofort Befehl kommt, sofort zack, komplett sofort, respektlos. Es geht sofort zusammen und das ist massenhaft, ich manchmal schon fast abgesprochen, also nicht alle, wie gesagt, aber viele. Ja. Und ich habe gesagt, stopp, da stimmt was nicht. Ich bin in einem falschen Film oder was passiert gerade? Weil entweder wurde falsch kommuniziert, also falsch irgendwie, also diese Gutmütigkeit, was Menschen, also ich bin ziemlich sicher, dass, als sie das veröffentlicht haben, wollten dann vielleicht Menschen helfen und sagen, guck mal, hier ist eine Möglichkeit da, ja, und so. Und daraus wird dann so gedreht, ja, aha, hat er gesagt, so, bitteschön, mach es, ja, sofort. Jetzt haben wir ja, wir haben ja jetzt nicht nur meinen Fall, das ist ja das Geniale, dass Kai eben auch da ist, und vielleicht sollten wir, ehe uns die Zeit komplett davon rennt, auch den Fall vom Kai noch, der ja nun ganz frischer und ganz aktueller, aber irgendwie, nicht irgendwie, sondern ein Fall ist, der in die, das gibt ja nicht nur unsere beiden Fälle. Ich muss sagen, vielleicht der Fall Kai, das war Folge eigentlich von deiner Geschichte. Ja, weil richtig. Dank dieser Veröffentlichung, also Kai hat gesehen, und hat er gesehen, oh, das gibt so eine Möglichkeit, und dann später Kai selber, was passiert, hat er gesagt, dann kann ich ihn erinnern, Michael Vorgeschichter, jetzt rufe ich auch an. So ganz war das noch nicht so. Ich habe dich angerufen und da war ich nicht der Meinung, ich habe dich gebeten um Hilfe nach meinem Fall.
Und eigentlich in dem Moment überhaupt nicht so gedacht, dass du sich damit beschäftigst, sondern da war die Gedanke, vielleicht kennst du jemanden. Und so. Das war so. Also ich habe aber auch vorher schon Seminare bei dir gemacht. Und da, aber das war in diesen Seminaren keine Rede gewisserweise über Unfälle oder Krankheiten oder sowas, sondern über Persönlichkeitsentwicklung und anderen Themen. Aus dem Grund habe ich das noch nicht am Schirm gehabt, dieses Thema. Aber ich möchte sagen, was bei mir passiert ist, das war ein Unfall. Ich bin mit Elektroroller gefahren und was da passiert ist, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Jedenfalls befand ich mich später im Krankenhaus und ich habe drei Kieferbrüche, hier zwei und einen hier an der Seite und dazu zwei Brüche von Zähnen. Das war mein Zustand im Krankenhaus. Wie dazu kam, das weiß ich nicht, kann man spekulieren, will ich jetzt das nicht immer aufgreifen. Und dann habe ich einfach, weil ich da die schulmedizinische Behandlung abgelehnt habe, weil die wollten eine Operation machen, irische Platten einbauen und so weiter, das wollte ich nicht und das war der Grund, warum ich dich angerufen habe, nicht angerufen, geschrieben, sprechen konnte ich nicht, angeschrieben, ob du mir irgendwie helfen kannst. Ja? Und dann kam deine Gedanken über Energie, was du da machen kannst. Und du hast dich auch dauerhaft mit mir beschäftigt und aus Begeisterung nach 5 Tagen oder 6 Tagen war das, habe ich Video veröffentlicht, wo ich die Bilder gezeigt habe, was da passierte in diesen letzten 6 Tagen, weil das war wirklich spektakulär, was da passiert ist. Natürlich aus dieser puren Kannst Begeisterung. Du spektakulär, einfach nochmal sagen, du hast Brüche gehabt. Brüche? Ja, was ist aus den Brüchen geworden? Ja, es ist so, also ich habe drei Brüche gehabt, da das gibt Bilder, das gibt da ärztliche Bescheid, können wir auch so das Ärztliche da einblenden. Da waren diese drei Brüche, auch zwei Zähne gebrochen. Zwar waren die noch da, aber die waren nach innen quasi, im Bericht steht, gebrochen. Ja? Und dann war die Situation, dass ich meinen Mund nicht bewegen konnte, also reden oder essen. War praktisch nicht möglich. Also ich habe mit Oleg nur geschrieben und Oleg hat gesagt, dass er sich Gedanken macht über meinen Zustand die ganze Zeit und da tagtäglich waren wir tatsächlich in Kontakt und da hast du das ganze Zeit quasi sich Gedanken gemacht und das war sehr schnell bei mir, dass ich meinen Mund öffnen konnte und nach 6 Tagen war diese Begeisterung bei mir so groß, dann nach 6 Tagen konnte ich erste Sachen, ganz weiche Sachen, aber essen. Ja. Und dann, Knochen sind zusammengewachsen. Knochen sind zusammengewachsen. Ich kann mich noch erinnern, dieses schreckliche Gefühl, wie die Knochen knirschen. Als da ich nach Hause kam, versuchte ich meinen Mund zu bewegen und hört man dieses Geräusch. Das war sogar nicht der Schmerz so, sondern das Geräusch, wie die Knochen knirschen, ja, so dass alles locker ist. Und das ging sehr schnell, dass das Geräusch weg war, also dass sie irgendwie zusammengeklemmt, zusammengefestigt wurden, diese Knochen. Und von Tag zu Tag war besser, so dass ich nach 6 Tagen dieses Video gemacht habe, wo ich da voll begeistert das erzählt habe. Natürlich in diesem Video habe ich zu wenig, meiner Meinung nach jetzt aus einer Zeitperspektive, zu wenig darüber gesagt, wie viel Zeit du da dafür verwendet hattest, weil das eine entscheidende Geschichte ist, was ich da die ganze Zeit damit beschäftigt. Ja. Ich habe nur aus meiner Perspektive gesehen, es ist toll und super. Warum sage ich, dass das wichtig ist? Da bei mir sich auch Menschen melden, ein Zuschauer, auch im Laufe der Zeit bis heute, bekomme ich Mails oder sogar Telefonate, gib mir Telefonnummer von Oleg. Ich möchte, dass Oleg das auch das Gleiche macht, weil ich habe irgendwas hier in der Familie, Nachbar oder sowas. Ja, das tue ich grundsätzlich nicht. Also kann ich das so sagen. Ich gebe sowieso keine Telefonnummer von, egal von welchem, wenn jemand da ausdrückliche Erlaubnis nicht gegeben hat. Aber ich merke, welche Erwartungshaltung kommt. Und wenn ich habe gerade vor kurzem so eine Frau gehabt, die sich an mich gewandt hat, dass sie einen Nachbarn hat,
Der Nachbar ist Dialysepatient seit Jahren und irgendwelche Operationen vorher schon hatte und irgendwelche Probleme hatte. Jetzt ist im Krankenhaus gelandet und dann irgendwo Krebs hat, ja. Und unbedingt sollte ich Oleg kontaktieren, dass da Oleg sofort das da helfen sollte. Aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber wenn ich das so sehe, dass jemand seit Jahren schon Dialysepatient ist und irgendwelche andere Krankheiten hat, ja, dann hat alle Möglichkeiten der Schulmedizin völlig ausgeschöpft. Ja, und da geglaubt an alles, was die da so sagen und hat meiner Meinung nach sein eigene Gesundheit zerstört, jahrelang. Ja, das ist meine feste Überzeugung, was Schulmedizin macht. Das ist meine Überzeugung, ja, dazu, was Schulmedizin macht. Und dann ist für mich komisch, dass jemand glaubt, dass jemand jahrelang eigenen Körper, eigene Gesundheit zerstört, alles Negative zuführt. Ja. Und jetzt, wenn die Schulmedizin auch schon nichts machen kann in diesem Bereich, dann kommt die Überzeugung, gib mir eine Telefonnummer von Oleg, weil Oleg wird das alles so, was seit Jahren kaputt gemacht ist, Oleg wird das sofort quasi richten. Ja. Und da wird das, ich kann das nicht begreifen, wie kann man so denken, dass das alles so ohne nichts passiert. Ja, ich habe selbst gesagt, ich habe schon Kurse vorher bei Oleg gemacht, also bevor das passierte, danach auch selbstverständlich. Ja, und habe ich mich auch mit dem Thema, so wie du, auch seit Jahren beschäftigt, bevor ich Oleg kannte, mit Gesundheit, mit Schulmedizin, mit den allen Sachen, was damit verbunden sind, und habe ich schon vorher versucht, so wenig wie möglich kaputt zu machen. Energetisch, du noch länger als ich. Ja. Und da ist für mich die Frage, wie kann man, wenn jemand sich so kaputt gemacht hat, jahrelang, ja, wie kann man jetzt erwarten, dass Oleg das macht? Ja, aus dem Nichts. Ja. Ja. Also das Sachen, was ich auch erlebe. Also ich kann dich gut nachvollziehen, weil ich auch diese Zuschriften habe, mit der Bitte sofort weiterzuleiten, weil das eilt. Das eilt. Also jetzt ist sofort. Solche Anrufe bekommen wir täglich massenhaft. Ja. Massenhaft, ja. Und muss ich massenhaft auch absagen, wenn ich sage, sie haben komplett falsche Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann. Weil ich ganz normaler Mensch bin und so weiter. So funktioniert nicht. Also das heißt, was natürlich, was noch dazu kommt, was mich so zum Beispiel schon fast schockiert und so, weil ich sage mal, Heilung, was ist Heilung? Heilung ist Kommunikation von Seele zu Seele. Das ist, das muss Menschen so auf bestimmte gleiche Wellenlänge kommen. Da muss das ganze Empathie, Sympathie, muss alles da sein. Also, und dann rufen Menschen an, dennoch irgendwelche Skeptiker und sagen, Herr Lohnes, labern Sie nicht so viel Scheiße, machen Sie mich sofort gesund, beweisen Sie, ich gebe Ihnen eine Chance, bis morgen zum Beispiel Erfolge zu sehen. Und dann manchmal sagen, okay, dann 3 Tage. Ich gebe Ihnen 3 Tage, Herr Lohnes, und ich will beweisen, was Sie drauf haben. Tja. Also das heißt einfach so. Also ich werde gar nicht gefragt, also gibt mir jemand eine Chance, ja, angeblich, ja. Also das heißt, das schockiert mich, das ist nicht nur einmal passiert, das passiert sehr oft. Ich rede mit Menschen, ich telefoniere und sage, wissen Sie was, das, was Sie haben, total schaden. Sie haben ein Leben lang sich komplett ruiniert, kaputt gemacht, Körperabbau gemacht und so. Und jetzt geben Sie mir eine Chance für morgen übermorgen, woher kommt das Ganze? Ja, aber ich habe da Situationen, so sogar weniger als bei Michael Vogt zum Beispiel oder so. Und dann muss es funktionieren. Also dann zeigen sie, was drauf haben. Also das ist diese Einstellung von Seele zu Seele, diese ganze Drumherum, das interessiert Leute Menschen nicht. Also das heißt, das ist diese Wunder, du bist Wunder, so das heißt drumherum, diese Portal mit Brecheisen reingehen, ja. Und also das heißt, also das, was Menschen manchmal ausdenken, habe ich gedacht, das ist nicht normal. Das ist so nicht normal. Das heißt, wie kann man auf solche Ideen überhaupt erstmal kommen? Wie viel Arroganz muss man besitzen, Ignoranz muss man besitzen, um solche Sprüche überhaupt zu machen? Ja. Also das heißt, zum Beispiel, jemand schreibt mir dann zum Beispiel einen Brief, ja, und ich sehe, dass dieser Mensch ganz einfach mit extrem hohen Erwartungen. Und ich habe gesagt, sie haben viel zu hohe Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann. Also leider muss ich leider sagen, weil so ich zaubern geht nicht, ich brauche Zeit. So, dann daraufhin, Mensch antwortet, dass ich armseliger Arschloch bin, ja, also ich sehr Gott mich aufführe und soll ich das richtig gut überlegen noch einmal, ob ich das doch mache mit ihm. Und zum Schluss zum Beispiel schreibt er sogar, dass er, also nach dem Motto, also gib mir eine Chance, so ungefähr. Also das heißt, also wenn jemand sowas sagt, sowas ist so kommuniziert, willst du überhaupt diesem Menschen helfen wollen oder nicht? Also erstmal muss ich gar nicht.
Ja? Also jemand voll verkrebst bis zum geht nicht mehr, hat erfahren, was zum Beispiel hier passiert und von Kopf bis Fuß von Krebs zerfressen. Ja? Und dieser Mensch dann schreibt mir dann, sie sind von Gott geschickt, sie sind verpflichtet, mir zu helfen. Also ich sage, es tut mir leid. Ich bin nicht verpflichtet, jemand zu helfen. Ja, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und so, nein. Und da hat er mich dann terrorisiert, einen Monat lang. Mhm. Also mit allen möglichen Beleidigungen drumherum. So. Und ich bin verpflichtet, ich muss und so, dies und das. Und diese Gottkeule zum Beispiel. Mhm. Ja. Also das ganze Geschichte. Also diese Verantwortung übernehmen, was zu lernen, was zu tun, Gedanken machen, so Lebensweise ändern oder Denkweise ändern, das steht nirgendwo. Mhm. Also du machst das und fertig. So. Oder es gibt zum Beispiel harmlose Beispiele natürlich, wo eine Frau aus Hamburg zum Beispiel schreibt mir totale Schaden, aber wirklich alles bricht zusammen bis zum geht nicht mehr und so. Und dann diese Frau dann sagt dann zu mir dann erschließend, ich sollte jetzt sofort gesund machen und als Dankeschön will sie dann mich einladen zum Beispiel nach Hamburg. Ich sollte dann kommen zu ihr und Kaffee und Kuchen, die Kosten für Kaffee und Kuchen übernehmen zum Beispiel. Mhm. So, aber ich sollte Tag und Nacht jetzt sofort reparieren und nicht so viel reden, einfach reparieren. Also plötzlich aus allen Richtungen Sachen kommen, sagen wir, stopp, irgendwas stimmt nicht, also falsch. Also ja. Entweder eine falsche Kommunikation läuft oder so, weil, also ich bin so ein Mensch, der will anderen Menschen helfen. Also ich leide sehr stark darunter, wenn ich jetzt jemand nicht helfen kann. Also nun, diese Gutmütigkeit wird knallhart ausgenutzt, kann man schon sagen, ja. Und ich sehe das Ganze so zum Beispiel, wir wollten auch irgendwas Gutes, ja, wir wollten auch Menschen sagen, guck mal hier, solche Möglichkeiten gibt es, ja. Und eure Aussagen, wenn jetzt ganz verdreht, alles in den Mund gedreht, wie man dann so und sagt, ja, Michael Vorgesetzter oder Kai hat gesagt, das hat er Energie geschickt und sofort alles weg, ja. Ich sage, stopp, das stimmt nicht. Also ja, das stimmt nicht. Wie ich gesagt habe, das war nicht nur diese eine Woche. Ja. Da in, diese, in dem Video, was ich bin, da sieht man schon, dass dann noch nicht alles geheilt ist. Das sieht man im Video sogar. Ja. Also nach dem Video war auch ein paar Wochen, wo du dich sehr intensiv mit mir beschäftigt hattest. Genau. Also das war nicht so eine Sache, die nach diesen 6 Tagen beendet wurde. Genau. Ich habe das Video gemacht nach 6 Tagen, um zu zeigen, was nach 6 Tagen schon möglich ist. Aber wie ich gesagt habe, ich konnte nur was Weiches essen. Und das war die Sache nicht erledigt. Ja. Nee, du hast es absolut korrekt, das Ganze veröffentlicht. Ja, du hast gesagt, so nach 6 Tagen das passiert. Ja. Und übrigens passiert nach 6 Tagen das, was schulmedizinisch gesehen nach 12 Wochen sogar passiert. Ja, genau. Ja. Also das ist das, was besonders bei dieser Geschichte, dieser Fakt, ja, ohne Photoshop, ja, das ist komplett dokumentiert. Ja. Das ist was für mich, sag mal, schon fürs Gold wert, also für Forschung, an und für Entwicklung. Ja, das war mein Ziel mit diesem Video, da ich mir Gedanken gemacht habe, wenn ich warte, dann bekomme ich Vorwurf, ich kenne, weil ich habe schon am Freitag, weil du hast mir am Mittwoch angefangen, Dienstag war das Video, und am Freitag, als mein Sohn für mich eine Sendung gemacht hat und ein Bild von mir veröffentlicht hat, habe ich sofort eine Mail bekommen, das ist Photoshop, dass da Quatsch hier veröffentlicht ist. Und da habe ich gedacht, wie die Menschen denken, weil da habe ich sofort bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja, siehst du, von Tag zu Tag ist besser, aber wenn du jetzt abwartest, bis das Prozess da beendet ist, dann werden die dir da gar nicht glauben. Ja, weil die werden sagen, nichts mehr sehen. Die kann man nicht sehen. Da sagen, da ist nichts passiert und das war nicht so schnell, das war so später. Und das war da die Gedanke, ich muss jetzt das Video machen, dass die Leute sehen, ich kann beweisen, wann das passierte. Ich kann nachweisen, wann das Video veröffentlicht wurde, dass keiner mehr dazwischen sagt, du hast was hier geschummelt oder sowas gemacht hat. Ja. Und das war so, dass ich das so schnell, aber dadurch, dass so schnell in diese Begeisterung ist, dann ist es wirklich so, dass ich zu wenig über Zeit gesprochen habe, wie viel Einsatz von deiner Seite kam, das auch, sage ich, in richtige Licht zu stellen, damit die Menschen nicht denken, dass es auch so, Oleg hat so gemacht und die Sache ist erledigt, das funktioniert. Genau, so deswegen, nicht, deswegen wollte ich auch sagen, dass das diese Drang, Menschen zu helfen, zu wollen, war so Gutmütigkeit von eurer Seite, wird einfach komplett verdreht und missbraucht, mit Füßen getreten. Weißt du, diese Sache, die so, kann man schon sagen, wirklich heilige Sache, wird dann mit Füßen getreten. Ja? Und das, was es so traurig macht, weil ich habe gedacht, so eine Möglichkeit zeigen. Ja? Normalerweise hätten wir anders machen können. Wir müssen gar nichts berichten darüber. Und dann einfach Gentleman genießt und schweigt. So ganz einfach und fertig. Weißt du, ich habe genug sowieso Arbeit, ja, das ist kein Problem.
Also nicht so schlimm, also es ist nicht nötig. Ja, ja, aber von deiner Seite nicht nötig, aber was, wenn ich sowas erlebe, ja, dann ist natürlich Begeisterung so groß, dann will man den Menschen das sagen, will man mitteilen. Ja. Und denke ich, ist auch gerecht, so das zu machen. Ja, das ist der innere Drang, den anderen das zu sagen, schau mal, was dank Oleg möglich ist. Ja? Genau. Also das, und so sehe ich das zum Beispiel auch, weißt du. Zum Beispiel Leben auf diesem Planeten, so eine Art Nehmen geben, so eine Kommunikation, das ist Gemeinschaft. Ja? Also jeder tut irgendwas dazu. Ja? Ich tue auf meine Art und Weise, ich gebe auf meine Art und Weise, ich bekomme von anderen Menschen irgendwas anderes. Ja? Es geht um sogenannte Wärmeaustausch. Diese Wärme, diese Liebe, für mich ist ein Wärmeaustausch. Ja? Deswegen sehe ich das ganze Akt der Liebe, zum Beispiel Wunsch, anderen Menschen zu helfen, so eine Chance zumindest zu geben, eine Möglichkeit zu zeigen. Aber wenn man jetzt mit gesundem Verstand an die Sache rangeht und sagt, okay, welche Chancen habe ich überhaupt? Was muss ich dazu beitragen? Was muss ich dafür tun, damit tatsächlich richtig funktioniert? Wenn man richtig macht, funktioniert das. So, wir leben jetzt in einer Neidgesellschaft. Neidgesellschaft, Neid für mich bedeutet haben wollen, aber nichts dafür tun. Mhm. So, und Neid, das Schlimmste, Schlimmste, was es auf dieser Erde gibt, Neid und Dummheit. Dummheit heißt übrigens, wenn jemand was nicht weiß, aber nach Hause tut, dass er weiß. So, und deswegen auch interessant zum Beispiel zum Thema Zeit und Neid und Dummheit. So drei Sachen, die in einer Person erschienen, zum Beispiel, ich hatte eine Frau hier bei uns aus Düsseldorf, erleuchtete Großmeisterin und so weiter. Also ich sage Namen jetzt lieber nicht. Ja. Also war ein Seminar hier, bei so vielen Menschen da, Seminar, und sie sagt ganz laut, klar und deutlich, alle hören mit. Also hör mal zu, Oleg, alles was du sagst, interessiert mich überhaupt nicht. Das ist alles dummes Zeug, was du hier laberst, das interessiert mich, dieses Seminar. Ich bin extra dafür hierher gekommen, dass du mir in drei Sätze sagst, wie du Kai Orak geheilt hast. Also nicht so viel Blabla, bitte drei Sätze. Diese drei Sätze und dann gehe ich einfach. Mhm. Also ich sollte drei Sätze sagen, wie ich das Ganze perfekt so gemacht habe. Ich will genauso können. Und dieses Seminar, das interessiert sie nicht. Also zwei Prinzip Energieheilung und auch Elektronik. Ja, aber du heilst nicht. Du. Ja, genau, genau. Aber ich sage Hokuspokus-Seminar. Also Freiheit für Forschung und Lehre. Also das heißt, und deswegen ist extra gekommen dazu und dafür zum Beispiel, um genau diese drei Sätze zu hören. Ich sage, weißt du, ich brauche drei Sätze nicht. Ich kann die jetzt in einen Satz verraten. So, ich habe nur an die alle Zustand gedacht. Ich habe nur Gedanken gemacht. Fertig. Und dann, und dann fertig. Und fertig. Und alles, was Mensch nicht versteht, ja, sofort, was nicht, schwarze Magie oder so. Also, was weißt du, diese primitive Mittelalter, so, ja. Also, das heißt, das ist eine Neidgesellschaft, ja. Also, wenn schon jemand so eine große Heilerin da erleuchtete und was nicht, was noch, ja, dann nur das Problem, dann mach es besser. Hab kein Problem, ja. Aber, oder rufen Menschen an, nach diesen Geschichten, was da hier passiert, und haben mitbekommen, diese Fälle, und sagen, ja, ich habe ein Video gesehen und jetzt, ich arbeite über sich, ich bin auch Heiler. Und ich arbeite genauso wie der Oleg Lohnes, aber ich kann mir selber nicht helfen. Also was mache ich jetzt? Ich sage solche Heiler immer ab, mit Begründung, wenn sie so arbeiten wie ich, sie brauchen mich nicht. Ja, da wissen die alles schon. Ja, ja, genau. So, ganz einfach. Also das schaffen das Problem nicht, weil sonst hätten wir schon längst alles gekannt. Ja? Ja. Also das bedeutet, dass es wirklich sehr, sehr traurig ist, weil ich muss sagen, durch solche Fehler und viele andere noch Hintergrund sehe ich immer wieder, es gibt natürlich Menschen, die gutmütige Menschen, gute Menschen, die wirklich wollen mit Herz und Seele. Und so mit solchen Menschen will ich zu tun haben. Ja, das heißt, ich will, dass dieser Wärmeaustausch findet statt, dass diese konstruktive, dass man lernen und so weiter. Es gibt nicht so viele solche Menschen, aber es gibt. Ich bin so auf der Suche nach solchen Menschen, sage ich mal so, weil sonst wäre ohne diese Menschen Leben auf dieser Planet wäre eine Polarwüste. Seelische Polarwüste. Ja. So, das ist meine Motivation, warum ich das Ganze überhaupt mache. Durch diese Gemeinschaft, gemeinsam auf meine Art und Weise was zu geben, ja, und so findet so eine Art Austausch statt und so weiter, ja, mit richtigen Menschen, also das Beste, was es auf dieser Erde gibt, ein richtiger Ort, richtige Zeit, mit richtigen Menschen zusammen zu sein. So, umgekehrter Beispiel, schlimmste Bestrafung auf dieser Erde, die es gibt, ein falscher Ort, falsche Zeit, mit falschen Menschen zusammen zu sein. So, und ich wehre mich mit allen Händen und Füßen dagegen, ja. Und so, und deswegen nicht daran zu viel, ich war immer die ganze Zeit unter Radar, sag ich mal so, immer keine Kongresse gehen, keine Geschichten, nach außen, nichts, weil erstmal nicht nötig habe und zweiter, weil ich nur auf konstruktive Sachen mich konzentriere und wenn ich jemanden geholfen habe, dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda, Mensch zufrieden, Verwandte, Bekannte, Freunde haben das gesehen, die haben gesehen, was passiert und dann kommen die, dann verstehen sie, dann wissen sie auch, wie lange das gedauert, die haben das beobachtet, ganze Zeit beobachtet, sie wissen das alles, ja. So, das heißt,
Und deswegen an dieser Stelle, ich habe gedacht, okay, vielleicht durch diese Veröffentlichung, was wir so gemacht haben, wird eine andere Ebene angehoben, vielleicht andere Möglichkeiten stehen, ja, vielleicht andere Niveau oder kann man dann anders Menschen dann besser helfen oder vielleicht mehrere dann anders auf andere Art und Weise. Das war so meine Hoffnung und so. Und deswegen auch diese Treffen hier zum Beispiel, hat ein Ziel zum Beispiel, an erster Stelle richtig zu stellen, dass es nie im Leben darf diese falschen Erwartungen stehen, die man von vornherein nicht erfüllen kann. So muss er ein bisschen Hirn anschalten, mit gesundem Verstand an Sachen reingehen. Und jeder Mensch reagiert einmalig. Bei jedem Mensch funktioniert einmalig. Also es gibt, das ist kein Roboter, den man ein paar Schrauben locker machen kann und dann wieder so schrauben. Ja? Also allein diese gleiche Wellenlänge auf Seelenart, da muss das Mensch erstmal irgendwie zusammenkommen. Da muss irgendwie Mensch einfach verstehen. Also wenn jemand denkt, oh, diese komische Arschloch, da lohnt es, also diese komische, sollte er mir erstmal beweisen, was er kann, mach mich gesund. Rate mal, kann man diesem Menschen überhaupt helfen? Ich spüre das. Ich spüre schon, wenn jemand mir ins Gesicht spuckt und sagt, beweis mir, mach mal, zeig mir das, was du kannst. Also, solche Sachen. Also ich spüre solche Sachen sofort. Und ich sehe das ganz sofort. Und sehr viele solche Menschen gibt es, so sogenannte Skeptiker, die dann später so mit ihrer Hinterauf auf einer Kochplatte sitzen. Kochplatte mit zunehmendem Alter wird immer heißer, immer heißer. Spätestens, wenn sie ihre Hinter verbrennen oder nach Gebraten riecht, ja, dann kommen so, hey, so nett und lieb und so, hey, machen Sie das und so. Und so weiter und so fort und verkleiden sich so als lieb und nett. Und sobald man den Absage erteilt, plötzlich eine Hass-E-Mail bekommen, mit Beleidigungen aller Art. Und meine Mitarbeiter zum Beispiel dann 3 Tage lang dann ganze Körper durchgeschüttelt, konnten überhaupt nicht mehr schlafen von solchen Telefonaten danach hinterher. Und sagen, was für Menschen sind das? Die wollen doch von dir irgendwas. Was passiert jetzt gerade? Du hast es ganz normal höflich abgesagt, dass du das. Ich schreibe sogar Menschen. Das sparen Sie Geld, Sie sind falsch hier. Weil wenn Sie immer von Geld ganze Zeit sprechen, sagen, dann sparen Sie Geld. Dieses Geld hier bitte hier nicht ausgeben, das lohnt sich nicht. Also das heißt, Sie sagen sogar ausdrücklich, dass es geht nicht um Geld, sondern es geht einfach um Sache. Ja. Und diese Sache, deswegen auch Michael damals wurde praktisch eingeladen zu irgendwelchen Ärztekongress. Ja, ich wurde dann praktisch auch mit eingeladen. Ja. Und in letzter Sekunde werden wir ausgeladen mit Begründung, dass irgendwas geschehen, was für sie nicht reinpasst. Und deswegen müssen wir ausladen, damit dann auch die Sache unter den Teppich bleibt. Ja. Na gut, wahrscheinlich scheint so zu sein, haben Menschen nicht alles verdient. Ja? Also zum Beispiel, wenn ein Mensch halt so denkt, das ist nach dem Motto so. Darf ich was ergänzen dazu? Ja. Weil wir haben über Jahre immer wieder, oder du aufgerufen, aufgefordert, Fragen zu stellen, das auch wirklich von außen zu betrachten. Und es war null Interesse, niemand wollte über die ganze Geschichte berichten, weil das ist dann immer noch mal was anderes, wenn das jemand anderes macht, als wenn man selber über sich berichtet. Dann kommen die Leute und sagen, ja, das war jetzt Photoshop. Ach, das war doch so und so. Aber wenn jemand von außen kommt und Fragen stellt und sich interessiert, dann gibt es ja richtig die Möglichkeit, etwas zu erfahren. Aber das wollte niemand. Das wollte niemand. Ja, ja, das ist so eine Sache, wollte niemand. Aber zweite, denke ich, ist auch sich vorbereiten auf solche Fälle. Das ist das, was wir schon hier so, oder du auch angesprochen hattest über Kurse, Vorbereitung. Was ich schon gesagt habe, sich beschäftigen mit gesundheitlichen Themen überhaupt. Nicht aus Sicht der Schulmedizin, sondern aus anderer Sicht sich damit zu beschäftigen. Ja. Und weil wenn jemand sich damit nicht beschäftigt hat, und voll in diesem System ist, das ist für mich klar, dass man ihm nicht helfen kann, wenn was passiert. Also das sind die Sachen, denke ich, für jemanden, der gesund ist, da sollte sich in dem Moment damit beschäftigen, dass er vorbereitet ist, wenn irgendwas passiert, dass sein Grundgerüst schon da vorbereitet ist für Energie, sage ich, Behandlung oder wie man das so nennen kann. Ja, aber ne? Es kommt noch dazu zum Beispiel, dass wenn ich jetzt so Gedanken mache, ja, so mein Fokus, das geht um meine Energie, Lebensenergie, meine Lebenslust, das ist meine Seele. Also es kommt noch dazu. Ja, ja, klar. Das heißt, es kommt so stark, dass das belastet mich sehr natürlich, dass ich dann manchmal sehr bald extrem viel Schmerzen habe oder solche Sachen. Es geht nicht um Massenabfertigung und so, jetzt mach mal. Also wenn man nicht die Zeit dafür nimmt und wenn Menschen sich beschäftigt, Tag und Nacht beschäftigt, dann das geht auf Substanz bis zum Gehen nicht mehr. Und deswegen will ich auch, dass Menschen lernen zu verstehen, dass nicht die Hokuspokus ist, was sie irgendwo gelernt haben, Energie schicken oder Bestellung bei Universum. Universum macht das schon. Also ich habe immer schon gesagt, diejenige, die Buch geschrieben hat, Bestellung Universum, lebt gefährlich. Also habe ich von vornherein gesagt.
Und was passiert, stelle ich jetzt fest, ja, erfahre ich jetzt, diejenige, die Buch geschrieben hat, Bestellung im Universum, selber plötzlich voll für Krebs gestorben, ja. Also diese Autorin da. Und das heißt, wenn sie dann Bestellung im Universum macht, Universum liefert alles, nur was ist das dann? Und mit zwei kleinen Kindern garantiert wollen sie nicht sterben. Mhm. Garantiert nicht. Also, dass Menschen verstehen Prozesse nicht, wollen nicht verstehen. So also glauben die, welcher Wunder, plus eine Neidgesellschaft, die sie haben wollen, nichts dafür tun. Ja, deswegen produzieren solche Bücher. Und danach später ist ein Todesurteil für die. Mhm. Deswegen sterben sie wie Fliegen, ja, entsprechend. Mhm. Ja, und diese Menschen, die dann praktisch so sich melden, ja, anstatt zum Beispiel mit gesunder Verstand anzuschließen, Moment, aha, wenn es funktioniert, im Prinzip funktioniert, nach welchem Prinzip funktioniert das Ganze überhaupt? Also, was kann ich dazu beitragen? Und wenn ich das lernen werde, das verstehen werde, boah, das ist unbezahlbar. Das Beste, was es auf dieser Erde gibt, ja. Also, dieses Wissen zu aneignen, so zu arbeiten, das ist eine Arbeit. Übung macht der Meister, ja. Also, seit 1000 Jahren spreche ich in Übung, du machst der Meister, wenn es zur Sache kommt, plötzlich nur Scheiße labern, ja, dummes Zeug. So. Also, es ist peinlich. Also, diese Attraktiv-Szene, sag ich mal so, ja, diese Pseudo, ja, also diese so esoterisch angehaucht, das Ganze so. Und ich sage dazu, ich verstehe diese Skeptiker. Ich verstehe diese ganze Skeptiker, die schon mittlerweile schon fast mit Hass, ja. Also gegen solche Menschen dann lächerlich alles machen, weil ich sehe, diese ganze schon fast eine halbe Psychiatrie dahinter steckt und so. Und so. Ein schönes Schlusswort. Deswegen nehme ich auch diesen Abstand extra ausführlich. Ja. Also dafür, weil ich sage, so nicht, ja. So darf nicht passieren. Ja. Also wir verpassen diese Chance. Wir verpassen diese Chance zu denken. Wir müssen hier nicht lernen, müssen gar nichts machen. Aber bitte nicht so primitiv, nicht so auf diese Art und Weise so. Diese Missbrauchen und diese Gutmütigkeit von anderen Menschen missbrauchen. Ja. Ich glaube, damit haben wir ein extrem spannendes Thema abgerundet. Wir haben es nicht erschöpfend und endgültig besprochen. Das geht aber in einem solchen Gespräch auch gar nicht. Aber wir haben etwas angesprochen und uns auf etwas hingewiesen, wohin die Reise geht und wohin die Reise gehen kann. Und vor allen Dingen auch, wohin die Reise nicht gehen kann. Also insofern danke ich euch für dieses Gespräch und für diese Informationen, liebe Zuschauer. Ich glaube, es war eine sehr spannende Unterhaltung und ein sehr lehrreiches und spannendes Gespräch. Und was ihr jetzt daraus macht, ist letztendlich eure Entscheidung. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.